Resident Evil. Weiter geht's mit Resident Evil Remake bei Time to 3. Wir haben beim letzten Mal eine Maske gefunden, wir haben Unkraut vernichtet, wir haben doch schon ein paar Zombies verbrannt und ich glaube so an ganz vielen Stellen so kleine Fortschritte gemacht, aber wir haben gerade zwischen der Aufnahme festgestellt, dass du jetzt nicht 100% weißt, wo es weitergeht. Nee. Aber wir wissen, dass wir noch den Rüstungsschlüssel haben. Ich glaube, es war der Rüstungsschlüssel. Und solange wir den haben, können wir den auch noch irgendwo benutzen. Ja. Das heißt, irgendeine dieser Türen oder mehrere gehen damit auch noch auf. Dein Auftritt. Ja, wir machen Folgendes. Und zwar laufe ich jetzt wieder zurück ins Foyer, weil ich würde gerne meine Maske abgeben. Beim Dings da. Dürfte ich noch eine Sache kurz fragen? Ja. Ich glaube, das habe ich einfach dann gerade nicht so ganz verstanden, wenn du auf die Karte guckst. Wissen wir, also ihr wisst dann, dass in all diesen Räumen, die jetzt rot sind, nichts mehr ist, weil in einem sind ja die grünen Kreuze und warum die anderen beiden rot, ja, die ja, anderen drei Räume rot sind, das wisst ihr? Nee, das wissen wir nicht, okay. Aber das auch gerade. Weil da können ja auch genauso gut noch Schlüssel und so. In der Tat, könnte alles sein, ist wahr. Aber. Sehr, sehr richtig. Wir wissen auch, dass hier Folgendes gerade los ist. Oh. Den habe ich da nicht kommen sehen, aber ich gehe jetzt erstmal die Maske bringen, weil dann bin ich weit weg von den Zombies. Dann ist das aktuell nicht. Du bist dann naja bei der anderen Zombies und musst dann später wieder hin zurück an allen Zombies vorbei. Ich weiß. Und weiter? Ich habe deinen Plan nicht ganz. Ich scheine aber nicht hinterher zu kommen. Zumindest erstmal nicht so offensichtlich aggressiv. Ja, denkst du, die Viecher wandern? Die wandern durch die Räume, machen Türen auf und zu. Das ist doch alles scheiße, warum können wir hier das Original spielen? Das ist alles total verfälscht. Die haben doch nur an der Tür gerüttelt. Ja, ja. Aber ich weiß ganz genau, was die Intention ist dahinter. Können wir nicht das Original spielen? Ich glaube nicht, dass es einfacher ist. In der nächsten Folge sind wir einfach in der anderen Grafik. Gucken wir uns einfach Let's Play von Gronkh an. Hat der Resi Let's Played? Bestimmt. Alles Let's Played. Alles? Alles. Wir gucken jetzt nur noch Deponia Let's Play. Knights Contract Let's Play? Ich glaube nicht. Nee. Da gibt es nur einen guten Kanal in Deutschland. Unsere Lieblingsgeräuschkulisse. Gott, ist das eine lange Treppe auch. Mhm. Loch anstelle mit Augen. Was hat unsere halt einfach nur keine Augen, ne? Mhm. Ja, dann würde ich ja sagen, probieren wir es mal mit der hier. Nice. Eine Kette weg. Und ein Inventarplatz frei. Aber da fehlt schon noch ein bisschen was. Zu gucken, ob du trotzdem schon rankommst. Das ist nicht mehr viel. Wenn du die also, ja, Spitzen stellst. Naja, es ist, also wenn wir hier, ja. Das ist schon sehr hoch. Warum sollte man das tun? Das ist einfach auch eine doofe Idee, ne? Ich bin halt sehr neugierig. Schon gerne wissen, was da drin ist. Wie so ein Fall einen blutenden Sarg, der an der Decke festgekettet ist. Also ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Wenn ich in so einem Haus wäre, ne? Also Zombies wären ja sowieso sofort Fluchtreflex und da wüsste ich gar nicht mehr, was mit mir anzufangen. Aber selbst wenn die Zombies nicht da wären und ich hätte nur diese finsteren Maschinen und Mechaniken. Ich weiß nicht, ob ich da einfach dran rumspielen würde. Vor allem nicht, wenn ich schon sehe, dass so irgendwie Klingen sind und Ketten und Feuer. True. Es ist sehr viel Rot auf der linken Seite. Na dann. Rechten Seite, oder? Hä? Ja, das ist ja wahr. Naja, da habe ich ja kein ich meine nur gerade diese Räume. Du meinst die Räume? Offensichtlich die Räume, meine ich, ja. Da kann ich wirklich jetzt das da genau sagen, was ich gerade gesagt habe. Ja, nee, aber ich dachte, hast wütend. Ich habe dich, du bist sehr empfindlich heute, es tut mir leid, Robin, ich werde versuchen, ein bisschen mehr Ruhe zu machen. Ja, erst wurde einer Person, die nicht ich war, ein Franzbrötchen geschenkt. In der Tat. Und dann, Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße. Sag das doch, brich das nächste Mal mehr mit. Wird hier noch gestöhnt? Ich nehme eine Brezel. Okay. Brezel, also Brezel, ich verstehe nicht, ich verstehe Brezel nicht so ganz. Wie du Brezel? Was soll denn das jetzt? Jetzt geht's los. Das gibt sehr, also Leute sind sehr leidenschaftlich gegenüber Brezeln, also die so lecker sein. Und ich habe das Ding, das ist einfach trockenes, komisches Brot. Nein, du musst Hummus dazu dippen oder so. Ja, okay, dann da
mag ich auch nicht. Aber eine frische Brezel finde ich ist auch nicht trocken. Humus bin ich auch eher so. Deswegen verstehe ich nicht ganz. Humus ist einfach auch nur Erde, ne? Erdig, würde ich sagen. Ja. Oh Gott. Ist so. Humus ist auch nur Erde mit Erde. Feuchte Erde. So, raus. Freunde, jetzt lass uns mal Scherz beiseite hier. Jetzt. Du hast da oben auch noch eine Tür, die du ausprobieren kannst. Ja. Ja. Wir gucken sehr viel auf die Map. Ja, lass dich doch das Spiel. Dann guck dir doch einen Gronkh Let's Play an, wenn du Progress sehen willst, ey. Oder am besten Zusammenschnitt von Gronkh. Okay. Aber wo wir schon mal hier sind, ich guck mal da oben in diese Tür. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals schon hingeguckt hab. Ich dachte mal, jetzt die Tür was für wo geht's denn da hin? Sag mal. Gronkh, Resident Evil. Wolltest du nicht die Tür? Ja, ich fand auch wieder ein schönes Bild. Farbe ist trocken und rissig. Ja, die Farbe nass wäre auch Wahnsinn. Ach, guck na, mal hier. Guck mal an. Na ja, geil, dann gehen wir dran, da sind keine Zombies. Das heißt, das ist nur Abkürzung, oder? Oder war das ein neuer Flur? Ich glaube, das ist komplett neu. Sieht neu aus. Ich hasse es. Ach, oh, ja. Du Schande. Gronkh hat das Spiel hier gar nicht gespielt. Ja. Der nennt sich Gamer? Na toll. Können wir Resi Village bei ihm angucken. Hat er das gespielt? Ja. Capcom. Das ist geil, wenn man so. RE Engine. So, hallo. Na, guck dir, war hätte ich mich gedacht. Ich muss immer wieder an unser Minecraft-Let's Play denken, wenn wir angefangen haben. Wo Tor einfach gegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Er wollte, aber er hat sich nicht getraut, weil er dachte, dann machen wir ja Blödsinn hier. Er wollte es aber abbrechen. Ja, das war sehr Spaß gemacht, das war gut. Das ist vor allem ewig her. Ja. Na, jetzt sind durch. Was? Das ist so ein Presslufthammer. Ein Presslufthammer. Komischer Presslufthammer. Oder stand Stars? Jim Bob. Oh, ein Auge. Ein Auge? Ist so ein bisschen aufgegangen bei ihr. Forrest hat jetzt gerade... Das ist ja eine schöne Formulierung. Forrest schaut sich die Koradis hier von unten an. Der scheint schon eine Weile tot zu sein. Ja, dann gib mir deinen Granatwerfer. Forrest hat jetzt so groß. Holger, stehst du jetzt auf? Nee. Oh, Forrest. Sitz, Forrest, sitz. Oh, das ist eine Treppe hier. Forrest kommt gleich. Jill nicht sonderlich beeindruckt. Nee. Alter! Alter, du bist ja im Dodgen wirklich richtig gut. Ja. Mama! Bayonetta-Style. Was machen wir jetzt? Forrest! Also ich meine, du hast halt wirklich 1000 Schuss, das ist schon sehr gut, so was du machst, weil du kannst dich einfach niederballern. Boah! Alter, wieder gut ausgewichen, Mann. Wirklich, ich bin so beeindruckt. Halt, halt er aus. Schon wieder gedodged. Mal gucken, wo ich bin. Fuck! Alles gut. Ja. Schon wieder? Wie lade ich nachher? Vergessen, wie ich nachlade. B. Ja. Aber man muss Zielen und B drücken. Das wirkt aber auch wie eine Kombi. Aber jetzt nicht nachher verlassen, weil sonst heilt er sich wieder. Der Raum ist verlässt. Ja, stimmt. Kann ich ja mal gehen. Nice. Moment, wir gucken kurz auf die Karte. Ist alles gut, ist noch rot. Lebt er noch? Nee, ist bestimmt tot. Gibt's doch nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ach, dein Granatenwerfer hat auch Munition direkt drin, hättest du auch benutzen können. Da kommt Forrest ist tot. Ja. Steht Forrest nochmal wieder auf? Forrest hat ins Gras gebissen. Naja, aber das wirkt doch, ist das nicht so ein Ding, wo man. Also, du musst wahrscheinlich hier nicht mehr hin zurück. Nee, würde ich auch sagen. Würde ich jetzt nur schätzen. Geil. Die wollten aber, dass man Forrest mit dem Granatwerfer. Würde ich jetzt möchte mal betonen, schätzen. Dass der dich nicht einmal getroffen hat. Ja, das war unglaublich. Also, das wahnsinniges war Glück. Vanquish war ich das sage euch, wie es ist. Es ist wahnsinniges Glück gewesen. Was mich halt nervt, dass ich jetzt nur einen nehmen kann. Ja, das ist scheiße. Kannst ja einen einfach direkt wieder benutzen. Also ganz ehrlich, ich würde das wirklich machen, einfach nur, damit der Raum abgehakt ist. Weil sonst haben wir irgendwann. Komm, wir haben so viele Heil-Items. Wir opfern das für Übersicht. Ja.
Finde ich auch. Außerdem sind wir jetzt sehr gesund. Jetzt leben wir bestimmt noch ein paar Jahre länger. Ich hoffe, jemand von euch zählt die Kräuter. Zwei. Und die fehlen nachher, ja. Wieso verschwendet? Das hat ja wohl einen ganz klaren Nutzen. Nämlich, dass jetzt hier alles sauber ist. Guck mal, wie gut das ist. Wir wissen, hier ist kein geheimes Item mehr. Du wirst wieder aussehen wie Sau auf der Karte. Du würdest einfach in 12 Stunden sagen, waren wir denn da unten? Rechts ist noch rot. Dann laufen wir da hin und so. Riesiger Dämon. Bin ich tot. Muss ich auch mal aufregen. Satan ist hier gespawnt. Naja, angeschrien. Zumindest energisch angegangen. Irgendwohin muss die Energie. Hier gehen wir nicht mehr hin. Gut, hat uns jetzt nicht viel weitergeholfen. Granatenwerfer sind ja, aber was haben wir denn jetzt da? Schließen wir uns jetzt die Türen auf, oder was? Nee, die Zombies weg, wo du immer wegrennst. Die scheiß Zombies. Ja, die Zombies, die dazu führen, dass den 20 Minuten ich werde diesen Granatwerfer einfach nicht eine Tür zu benutzen. Ich werde das dieses jetzt Spiel machen. Beenden, du kannst ohne eine Granate benutzt zu haben. Und die Granaten... So, guck mal, da waren wir jetzt schön. Ja, kannst jetzt die anderen roten probieren. Gehen wir da. Ich weiß, aber da waren wir... Gucken wir, wie man da lang war. Meine Güte. Die scheiß Granaten. Hab ich gerade gestreichelt? Ja. Das war ganz gut. Aber ich bin vergeben, leider. Ich bin ein sanfter Typ. Ah, stolz. Guck mal. Ich streichel dich nochmal. Sie haben... Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Oh, Rüstungsschlüssel. Ja, ist er kaputt? Nee. Schade. Ich warte auch ganz da drauf. Ich laufe mit einer Schrotflinte und einem Granatwerfer rum, ey. Ohne Pistole, also ohne Pistole. Wir haben auch noch mehr Munition für das Granatdings. Ich hab Start gedrückt. Richard, wirklich, direkt eine Granate in die Fresse, ey. Wer bist du? Richard, natürlich. Hat er Killing Zone statt Kill Zone auch gesagt? Killing Zone, ja. What did this to you? Ja, keine Ahnung. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. Ich hab keinen Platz gehabt, weil ich 7 Granaten dabei hab. Okay, Richard hat nur 2 Slots. Willst du mir sagen, wo das war? Nein? Nee, okay, aber Richard, du wirst bestimmt überleben. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, Richard. Bring mir Serum, ich hab's nicht mitgebracht, aber ich sag dir nicht wo. Nee, ich hab auch keine Lust. Aber wieso denn Schlange? Ach, guck mal, sie zeigen es an. Das ist ja ein verrückt. Wo bin ich denn überhaupt? Achso, ich bin gar nicht auf dem Floor. Da oben bin ich. Also ab nach links. Das sollten wir doch direkt machen, bestimmt. Das sollten wir direkt machen, ja. Dann kannst du dann da die Treppe runter? Geh mal runter einmal auf der Map. Ja. Dann gehst du einfach auf der Etage nach links. Ja. Treppe runter, bist du da. Jetzt ist es eine Rescue Mission. Ja, go. Safe Rich, hast du genug Inventar Space? Nee, aber ich gehe ja sowieso in den Raum, wo eine Itembox ist. Achso, aber, nee, aber eigentlich müsste es ja nicht runter. Was? Eigentlich da doch oben ist so ein Crimson Arsch. Okay. Und wenn ich unten lang gehe, bin ich doch. Yes. Ja, geht auch. Relativ gut. Obwohl, da musst du durch den Flur gehen. Oben wäre schon einfacher. Ja, oben wäre schon einfacher, ne? Ärgerlich. Ärgerlich. Ja. Weil wir haben Granatwerfer. Ja. Also, und Schrotflinte. Also, kannst du dich eigentlich ganz. So viel Munition. Was ist die Zeit? Du kannst sie da. Naja, jetzt hier, ich habe seinen Namen direkt schon wieder vergessen. Richard. The Snake Guy. Richard. Snake. Riggi. Den kannst du gut vorbeilaufen eigentlich. Das ist mehr so ein Prinzip jetzt. Jetzt habe ich auch schon Munition investiert. Ja. 3. Oh mein Gott, das wird. Alter, warum sind die denn so aggressiv? Was habe ich denn getan? Alter! Oh. Also der bleibt tot. Ja, die sind dann auch. Okay. So, die sind dann auch weg. Das war hier und dann einfach nur runter, ne? Mhm. Nice. Dadurch, dass wir hier ja aufgeräumt haben, dürfte da gar nichts sein. Ey! Oh. Geil. Rot gesehen. Warum wird das denn so? Das war der erste, den wir besiegt haben. Krass. Hast du, willst du mal kurz deine Health checken, weil du zweimal getroffen wurdest? Meinst du, weil du im roten Bereich bist? Weil wir so viel vorgedingst haben. Wegen dem ganzen, grünen Kraut, wo Tom gesagt hat, ist das nicht. Dein Halo-Schild war oben. Ja. Ja. Das wäre so gut. Master Chief und Zombie. Stell dir das mal vor. Das sind ja die Flott quasi, gar nicht so schwer vorzustellen. Nee, das stimmt. Warte mal, hier war doch der Raum. Nee, das war... Der Safe-Raum. Das ist der Safe-Raum. Da will ich jetzt erstmal den Granatwerfer, glaube ich, ablegen. Aber willst du nicht mitnehmen? Naja. Wenn du in so einen Bosskampf gerätst? Der gegen so einen riesen Snake hast du recht eigentlich, ne? Aber wir brauchen ja einen Platz für das Serum. Einen Platz hast du aber, glaube ich. Nee. Aber guck mal, das lassen wir doch mal hier. Wie du wirklich... Ich hab also, ganz ehrlich, Frage, brauchst du das Messer?
Wenn du so viel Munition hast, dafür, dass du zweimal zustechen kannst ab und zu? Oder ist das für sonst cool aus? Gut? Also auch eine Frage an Tom, ist das für irgendwas gut? Das ist, oh ja. Ein Inventarslot ist ja schon ein wirklich viel großes Opfer. Ich könnte halt nochmal irgendwas mitnehmen zum... Ja, aber zwei Slots sind schon nicht schlecht, die zu haben. Ja. Ja, vor allen Dingen haben wir dann nur einen Slot, wenn wir jetzt noch die Dings holen. Mhm. Sollte man abspeichern? Haben wir viel gemacht jetzt? Ja, schon ein bisschen, aber ich glaube, Vertrauen, wir haben auch, du hast das Heilspray, ist fein. It's fine. Famous last words. Und hier ist jetzt die Riesenschlange. Die hat nämlich, hallo, ja, die wusste nämlich Bescheid. Hier war das auch gar nicht. Aber hier ist trotzdem schön. Ja, ich war ganz beeindruckt, wie du ganz ohne Map einfach... Wir sind einfach im falschen... Ja. Stockwerk? Nee, ist das nicht der? Da muss ich ihn hin. Mats? Wer, was denn? Na? Da, wo Schreibmaschine in der Tabox steht? Ja. Da war ich doch gerade eben. Bist du nicht in der Falsch auf der... Sehr lustig. Wisst ihr, ich guck gleich auf die Karte. Du musst in den Raum links daneben. Ja, da, ja, wo Schreibmaschine in der Tabox steht. Da war ich doch gerade. Warum sagt denn keiner was? Geh mal da rein. Ihr seid schlimm, ne? Ihr schimpft euch, Freunde, von wegen. Lasst mich einfach hier noch durch Dinge laufen. Naja, es ist... Aufmerksamkeit wird belohnt. Als ob. Weil wir haben hier diesen Schrank schon einmal untersucht. Ja. Zero mitnehmen, ja. Da hat sie schon mal gesagt, dass da nur medizinischer Kram drin steht. Blödsinn, hat sie da gesagt. Ja. Ich speichere jetzt ab. Wir sind so, dass man nicht nur ein Band nehmen kann, sondern immer wieder eins zurücktun muss. So, ich überspeichere jetzt den ersten Safe-Point. Ich glaube, da müssen wir nicht nochmal hin. Das kann man manchmal machen, wenn man einfach die Bänder nicht stapelt. Hm. Max, interpretiere das als die Kritik, die es war von Tom. Das soll nicht als grundsätzlich. Jetzt, wo du es nochmal so unterstrichen hast, dass es nicht war, glaube ich, umso mehr, dass es das war. Na gut. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ich kann noch den zweiten Spielstand haben. Der Lehrer hat mal zu mir gesagt, so diese 6 ist keine Kritik. das ist einfach nur vernichtend. Das interpretiere ich anders. Anyway, ich muss von der Schule jetzt runter. Tschüss. Tschüss vor allen Dingen. Tschüss. Ich wurde verbannt von Ihnen. So, Richard, ich habe mich beeilt. Ja, ich bin mir sehr sicher, er lebt noch. Das war jetzt schon sehr zügig. Das war sehr schnell. Wir sind nur einmal in den falschen Raum rein. Das war's jetzt. Das ist so ein bisschen wie der Secret Room in Link to the Past. Wenn du da nicht schnell genug bist, hast du einfach keine Chance. Ja. Turbo-Treter fehlen dir hier noch im Resi. Ich musste R gedrückt halten und dann geht's ab. Erinnert ihr euch noch, als hier diese Crimson Head da war? Das war irre. Wie du den platt gemacht hast? Bams. Mit einem Critical Hit? Crimson Head? Critical Head? Critical Heads. Ich habe gute Nachrichten. Für wen? Vor allen Dingen für mich. Ach so. Aber auch ein bisschen für die Welt da draußen, weil Lucy keine Xbox spielen konnte. Vermutlich, aber vielleicht ja doch. Putzt aber zumindest sie dachte, nicht. Hat sie die Küche geputzt. Du kennst dich aus, Mats, sehr gut. Also wir haben alle gewonnen. Es ging gut aus. Hurra. Was weißt du noch vor, Richard? Nee. Ich glaube hier, ne? Waren wir unten? Oh, nee, unten war der. Unten ist der. Da unten ist der. Da, alles klar. Was? Der war unten, nicht oben. Und wir waren noch oben. Ja, ja. Ich war relativ sicher, dass der oben war. Der war oben. Frag mal Tom. War der oben, Tom? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Nee, der war oben. Wir haben... Das da ist der blaue! Immer oben. Boah, Tom, ey, ne? Du bist echt anstrengend. Tom ist heute ein bisschen... Tom ist echt anstrengend, ne? Wieso? Weil ich das Spiel nicht für euch löse? Hä? So denn für lösen? Euch? Moment, ich war doch gerade hier oben und du hast gesagt, Zeit, das ist da nicht. Ich bin die ganze Zeit so, mach mal richtig. Und man sagt so, aber was ist, wenn ich... Ich war gerade hier oben und dann fragst du. War der oben? Nichts gesagt. Nee. Habe ich gesagt. Ach so. Warum? Weil du falsch was Falsches ich gemacht war, hast. Ich war doch gerade oben. Nein, du bist da unten gelaufen und gesagt, er war oben. Nee, aber erst war ich oben und dann hieß hat es, selbst niemand was gesagt. Na, sicher, habt ihr da beide von geredet. So, hier muss ich rein, ne? Hier ist gut. Oh, sehr gut. Ja, weiß ich. First try. Ja, gut gemacht. Gut, dass wir ausgepegelt haben. Man merkt, dass Mats und ich heute ohne Franz Brüchen sind. Das ist echt schlimm. Stefan! Verwenden! Ich will erstmal prüfen. Bringt das überhaupt was? Gerade genug für eine Dosis. The Kessnu-Knopf? An Nan Chugaka Ara Walker
Das ist einfach Nonsense-Tags. In, ja, Lorum Ipsum. Citeta? Citeta Serum Ausrufezeichen. Geht's nicht gut, Serum? Ich will generell, wenn irgendwo, irgendwo auf meinen Medizin eine Fragezeichen sein sollte, dann wäre ich wütend. Sprich mal mit ihm. Nein. Ich will keine Fragezeichen auf meinen Medizinstücken, medizinischen. Mach das Serum rein in den Mann. Ja. Hallo. Ich höre... Waren wir jetzt zu langsam? Ja. Was? Wir waren so schnell. Ihr wart überhaupt nicht schnell. Wir sind direkt rumgerannt von einmal. Mats stand vor der Tür eine Weile rum. Mats ist einmal in die falsche Tür reingegangen und dann noch ein bisschen hin und her und dann einmal die Treppe hoch und wieder runter. Kann ich jetzt den Spielstand theoretisch laden? Meinst du, das wird so ausmachen, den alten? Da bin ich einmal in die falsche Dings gelaufen, aber da spare ich auf mindestens die eine. Könntest du das? Wenn du das nochmal machen willst, kannst du nochmal neu laden. Ich habe ja eben gerade gespeichert. Dann kann man das, vielleicht reicht das. Max, ja, dass das Spiel beenden und beenden gibt. Achso, beenden ist zurück zum Spiel und Spiel beenden ist. Das ist natürlich super clever. Das ist super gut. Deswegen abbrechen. Das ist vielleicht die deutsche Übersetzung. Ich mach mal hier Spiel beenden. Wir haben ja gerade gespeichert. Ja, aber, warum willst du den jetzt laden? Weil ich eben gerade, weil Tom uns beide so durcheinander gebracht hat, dass ich nochmal runtergelaufen bin. Achso, die Zeit glaube ich nichts gekostet. Das war ja davor. Also die ganze Zeit ja verschwendet. Wieso die ganze Zeit? Na, weil du in den falschen Raum gelaufen bist. Da habe ich einen Teil der Zeit verschwendet, aber nicht die ganze Zeit. Was ist denn, wenn wir das da davor laden? Nee, das ist mir zu viel. Da bist du auch im medizinischen Lagerraum. In Angst stirbt man nicht. An Angst, ja, aber. Ich glaube, der Speicherstand davor ist der, bevor du die Maske weggebracht hast. Ja, das ist mir zu weit. Habe ich alles? Da hast du halt die Maske weggebracht und danach bist du dann da. Nur kurz gucken. Ja, das war auch nicht viel. Das war nicht viel, ja. Du bist einfach nur die Maske gebracht, zu Richard gelaufen und dann das geholt. Du hast auch noch gespeichert in der Zwischenzeit. Das kostet ja auch Zeit. Just saying. Ich laufe jetzt trotzdem mal zurück. Ja, weil das würde nicht klappen. Das weißt du doch gar nicht. Ich garantiere dir das. Wieso? Wie ist denn die Zeit? Sag mir mal, wie die Zeit sein muss. Nee, die Zeit, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass du den Hauptteil der Zeit vorher verschwendet. Ja, das stimmt. Aber vielleicht, du weißt doch gar nicht, wie viel das insgesamt war. Nee, das weiß vielleicht nicht. War ich jetzt ja 3 Sekunden zu langsam. Und das sind die 3 Sekunden. 20 Jahre jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen, weil ich mich hier nicht konzentrieren kann. Noch hast du dich nicht verlaufen. Das ist früh genug gemerkt. Ja, das war... Ich will einfach auch nicht mehr. Dann gucke ich nach, wie Richard. Bestimmt so 12 Sekunden oder sowas. Stimmt, das war wirklich schon sehr, sehr knapp bemessen. Ich hätte auch gedacht, es klappt. Ja. Wie wütend auch schon Jill die Türen knallt. Ja, das ist alles nicht mehr so, wie es früher war. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieses Spiel überhaupt noch irgendwas nach Zeit bemisst, sondern doch, nur nach geöffneten Türen. Achso, das ist. Meinst du, wenn du einfach Pech gehabt hast? Nein, weil das glaube ich halt, dass wenn man einmal zu oft in den falschen Raum geht, dass das also nicht die Zeit. Kann aber, natürlich auch sein. I don't know. Aber das Ding ist, er wird ja so oder so sterben. Ja, so kann man sich natürlich auch aus der Schuldfrage. Irgendwann müssen sie alle sterben. Außerdem kannte er das Risiko. Er hat uns auch, also. Ha! Oh. Hier, hätte ich nie mit gerechnet. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das sofort noch reicht. Sehr gut, Mats. Hinschen für mich heute. Das ist, der hat eine Granate in der Hand. Dann fand ich aber der Gedanke sehr lustig, dass wir uns gerade angeschrien haben gegenseitig, währenddessen gerade Richard gestorben ist. Richard ist währenddessen gestorben. Ja, das ist wirklich lustig. Genau, das ist so. Wahrscheinlich hat er das auch gehört. Ja. Wo war er jetzt? So, jetzt habe ich, was haben wir jetzt? Ein Mikrofon, ein Dings, ein Walkie-Talkie haben wir jetzt gekriegt. Oh, Gott sei Dank hast du es gemacht. Oh. Das unvermeidliche Hinauszögern heißt das Achievement. Ja gut, aber der wurde halt gebissen, ne? So. Er hat uns jetzt das Walkie-Talkie gegeben. Er sieht ja schon gut aus. Kannst du aufhören, die ganze Zeit in der dran zu packen? Mein Gott. So. Ich würde da auch nicht anfassen wollen. Okay. Das sieht nicht schön aus. Schön, dass man in sein Ohr reingucken kann. Die haben wir jetzt noch, aber ich meine, ja, die verbrauche ich jetzt nicht. Nee, mitnehmen, die kombinieren, kann dann in die Torchest bringen, oder nicht? Aber jetzt haben wir gerade so zwei Plätze frei, obwohl, ja, aber da ist schon, da geht das jetzt in den großen Raum. Kannst du nicht die Räume abhaken? Das ist ja, das stimmt ganze Ding, oder? Ja, hast recht, das ist eigentlich der Sinn des ganzen Spiels. Eigentlich schon. Was machen wir denn hier, ist doch Bullshit. Dann kombinierst du das und dann hast du ja immer noch einen Slot. Verwenden? Nee, kombinieren. Achso, okay. Verwenden? Verwenden? Macht er gleich wieder aus Trotz. Oh, heute sind wir sehr laut irgendwie, ne? Sehr laut und ungestüm. War schon beim letzten Mal sehr laut. Was? Kombinieren. Ich glaube, das ist einfach deine Reaktion auf Druck. Auf Druck. Dreck und Druck. Ja, schon. Schön.
Okay. Meine Hände stecken in der Wand. Das ist ein Hinweis, da musst du aufpassen. Hier kommt jetzt was. Irgendwas Ungutes kommt jetzt. Irgendwas, was Granaten. Was könnte es nur sein? Weiß ich nicht, vielleicht eine Riesenschlange. Oder ein Gang, ist auch gut. Ein Riesengang ist ja auch nur eine ausgehöhlte Schlange, durch die du läufst. Wenn du es mal genau überlegst. Hast du das einfach gespürt? Nee, ich glaube, du hast einfach gezielt, ne? Und dann wegen Auto-Aim? Ja. Not so bad. Richtig gut. Er steht aber nochmal auf. Ja, der lebt noch. Ich habe auch kein Messer dabei. Nee. Na toll. Flip. Das war sehr gut. Das war sehr cool. Das war... Da habt ihr nicht mit gerechnet. Da habe ich nicht mit gerechnet, gebe ich zu. Aber ich habe auch versucht, ein bisschen wie ein Spiel zu denken. Sich in Shinji Mikami. Ich dachte, wenn ich das Spiel bin, du kommst da rein und dann sprintet einfach einer auf dich zu, so eine Scheiße. Damn. Da ist ja Munition. Nice. Mein Gott. Mein Gott. Kloppen einen ja wirklich zu mit Ressourcen in diesem Spiel. Ich glaube, auf diesem Schwierigkeitsgrad. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Das ist wie Wandern, stand da. Ein Kerzenhalter ohne Flamme. Oh, brauchen wir jetzt das Feuerzeug? Brauche ich nicht, oder? Nee, warum sollte ich den anmachen? Das wäre ein doofes Rätsel. Was sagt die Karte? Aha! Aha! Boah, Mats ist wirklich gerade. So richtig am Gamen bist du. Oh, hat gar nichts gebracht. Habe ich gerade den. Guck mal, dass das noch geht. Einfach falsche Richtung geschoben. Meine Güte. Jetzt gucken wir auf die Richtig Karte. Gut. Oho. Ah! Was? Wow, das hätte ich nicht getroffen. Ausgewichen. Das ist ja wirklich, du bist, also mein Gott. Das ist wie mir beim Bayonetta-Spielen zugucken. So smooth spielst du hier. Warum? Na gut, ich hab nichts gesagt. Okay, ich hab Hallo? Ich weiß aber auch nicht, warum er das trifft. Hallo? Er ist zu schnell. Was ist mit der Blitz? Nee, so krass ist der Auto-Aim dann halt doch nicht. Aha. Ja. Wir können uns aber schon noch auf ihn schießen, während er noch liegt, oder? Ja, aber dann hätte er auch schon tot sein können. Sind die jemals tot, wenn die einmal fallen? Ich glaub, ja, hatten wir vorhin. Hatten echt, wir vorhin erst, ja. Wie hat er sich denn da? Naja, ist auch egal. Was liegt denn hier? Weiß nichts. Hä? Vielleicht mit dem Schrank dann? Dieser Finsternis. Ach, scheiße, man muss den Kerzen. Ja. Ja, okay. Aber erkunden wir erstmal weiter. Hier kann ja auch noch ein Safe Room sein. True. Ja. Naja, da geht's nach unten oder nach oben, bestimmt, wa? Ja. Nach unten, aber guck mal, da ist ja, nur ein kleiner Raum. Da. So, an dieser Stelle ist aber diese Folge erstmal vorbei, liebe Leute. Hallo. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ha! Und mal sehen, was da noch sonst noch auf uns zukommt. Bis dahin. Tschüssi.